Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Kingdom. So, dann wollen wir doch jetzt erstmal schauen. Ja, ich weiß, wir hatten dem werten Ulrich ja gesagt, Grabschändung und so machen wir nicht. Aber ich möchte Hinweise haben. Das heißt, ich will jetzt nicht das Grab plündern aus dem Grund, weil wir jetzt gierig nach Geld sind, sondern aus dem guten Grund, um vielleicht noch Hinweise zu finden. Weil, wie gesagt, den Ulrich, den traue ich nicht so ganz über den Weg. Und so ist er dann halt ein bisschen glaubwürdiger, wenn wir jetzt wirklich die Leiche binden tun. So hat er gesagt, bis hier so ein verfallenes Haus ist. Genau, hier. Und hier soll er ihn auch begraben. Ja. Begraben haben. Irgendwas konnte ich hier gerade einsacken. Was hast du gefunden? Ah, hier. Aha. Nee. Schlafen und speichern? Ich will mich doch jetzt hier nicht hinlegen. Was hast du sonst noch gefunden, Köter? Hat doch gesagt, dass er ihn hinterm Haus verbuddelt hat. Ah, hier. Dass da so schnell Gras drüber gewachsen ist. Okay. Gut, dann überprüfen wir jetzt mal seine Wahrheitsaussage. Verzierter Säbel. Na, soweit ein und für sich jetzt nichts. Drinne, was wir jetzt irgendwie gebrauchen könnten. Verzierter Säbel. Naja, sieht vielleicht ganz cool aus. Ich nehme jetzt mal alles mit. Aber ich hatte eigentlich jetzt gedacht, okay, gut. Vielleicht noch irgendwie eine Notiz, weil ja nicht jeder gleich lesen kann und so. Das wäre halt auch noch möglich gewesen. Dass er vielleicht irgendwie so eine Notiz hat. Ja, hier, ich treffe mich jetzt mit dem und dem und blablablub. Sowas in der Richtung. Hätte ich eher gehofft. Aber gut, das macht ja ihn schon mal glaubwürdiger, dass er in der Hinsicht die Wahrheit gesagt hat. So, jetzt haben wir ja hier einmal die Säcke gehabt und ist noch unser Verwundeter. Das war gar nicht das Richtige aus. Das war das hier mit den blutigen Säcken. Ja, hier. Ah, hier ist er. Der Söldner lebt noch, aber wir können mit dem Söldner nichts mehr machen. Schade. Ich dachte jetzt hier so, wir können auch mal ein bisschen kurz gucken oder so. Ob wir ihm nicht irgendwie helfen können. So. Ah, der Köhler guckt da gerade. Gucken wir mal kurz rein. Groschen kann uns keiner nachweisen. Hast du nicht gesehen, ne? Jo, alle Dude, Boris. Alle Dude. Na gut, das heißt, wir können jetzt hier nichts weiter machen. Wo ist er jetzt, mein Pferd? Schatten. Ah, da kommt das. Da kommt das. Gut, das heißt, wir treffen ihn danach auch in Sasau. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal wieder nach Ratai runter. Und dann mal schauen. Meine Energie geht auch langsam runter. Jetzt, wo wir mal keinen Alkohol mehr trinken, geht die Energie jetzt flöten. Ist ja jetzt auch nicht so weiter schlimm. Zwischendrin mal schlafen und speichern haben wir auch schon lange nicht mehr gemacht. Tod am Wegesrand. Aha. Gott sei mit dir, werter Herr Ritter. Kann ich behilflich sein? Was machst du da? Wilderst du etwa? Wovon redest du? Ich hab sie so vorgefunden. Trägst die Mordwaffe bei dir? Du hast den Kadaver zerteilt. Aber ich denke mal so mit überzeugen, ne?
Ich werde dich persönlich zur Burg... Das haben wir auch noch nie gemacht. Ich werde dich nach Artei zerren und den Vogt entscheiden lassen. Es wäre besser für dich, wenn du gestehst. Erfolg? Okay. Du hast mitten auf der Straße den Kadaver zerteilt. Na und? Eine Leiche braucht keine Habseligkeiten. Du trägst die Mordwaffe bei dir. Du wirst nicht beweisen, dass es die Mordwaffe ist. Aber ich werde beweisen, dass ich damit umzugehen weiß. Ich werde dich melden. Man wird mir Gehör schenken. Was zur Hölle meinst du damit? Ich höre mir das nicht länger an. Ich gehe in die Stadt und melde, dass du mich fälschlich beschuldigst. Mach's gut. Hä? Okay. Das hat jetzt irgendwie nicht so ganz alles hingehauen. Das Überreden hat nicht geklappt, obwohl es Erfolg da stand. Dass wir sie zu den Behörden ziehen, das hat auch nicht geklappt. Dann soll sie Meldung machen. Dann bin ich ja mal gespannt. Wir quatschen uns da eh wieder raus bei den Wachen. So, dann kommen wir jetzt noch ein Pilger. Wieder auf ihn, oder was? Was ist passiert? Schreckliche Dinge, Herr. Schreckliche Dinge. Gott straft mich scheinbar, aber ich weiß nicht wofür. Diese Teufel töteten meinen Mann und nahmen mich. Ich bekam das Kind im Wald. Wie ein Tier. So bettle ich hier am Wegesrand. Nichts ist mir geblieben. Zeig Milde, guter Herr. Ich würde den Kindern gern mehr zu essen bringen als Eicheln. Hast du nichts für mich, Herr? Warum gehst du nicht nach Artei? Dort sind andere Mittellose. Jemand würde sich um dich kümmern. Die haben mich verjagt. Oh, das wusste ich nicht. Kannst du etwas Geld erübrigen, Herr, dass ich mir eine Decke kaufen kann? Natürlich. Bitte sehr. Möge Gott dich für deine Güte belohnen. Okay, jetzt probieren wir es nochmal aus. Beim letzten war ja die Füße kaputt, deswegen hat er nichts angenommen. Jetzt lassen wir hier mal ein klein wenig Geld fallen. So, mal gucken. Hopsala, mir ist da was runtergefallen. Hopsala. Na sowas. Na sowas. Die nimmt einfach das Geld nicht. Die steht da jetzt einfach nur rum. Da liegen 200 Groschen. Aber wenn du die nicht willst, dann begnüg dich halt nur mit den 5. Ich hab's dir angeboten, Mädel. Wer nicht möchte, der hat schon. Selbst schuld. Damit hättest du dir vielleicht erstmal ein bisschen was Warmes zu essen für die Kinderchen kaufen können und so. Aber naja. Und mit Geld in Ratei kommst du sowieso besser an. Aus. Das sprechen wir ja selbst schon aus Erfahrung. So, und jetzt laufe ich hier schon wieder verkehrt. Aber nicht weiter wild. Weil wir müssen jetzt auch mal kurz... Ich möchte einmal kurz schlafen gehen. Aber vorher, Theresa? Du erinnerst mich an ein Wildschwein. Ich habe was, das genäht werden muss. Könntest du das machen? Heinrich, für wen hältst du mich eigentlich? Deine Kammerzofe? Ich habe doch neulich schon was für dich genäht. Ah, wenn ich sie zu oft frage, dann näht sie auch nicht mehr für mich. Okay, gut. Gut zu wissen. So, wir haben hier noch ein Brot. Das ist sowieso geklaut. Die Pilze. Die sind auch geklaut. Genauso wie das Trockenobst. Und wir müssen mal gucken, dass wir ein bisschen Energie wieder reinkriegen. Jetzt kann ich natürlich keinen Schnaps mehr trinken, aber ist nicht weiter schlimm. Ah, Moment. Wir hatten noch ein, zwei Kämpfchen hier. Moment.
Mal hier kurz durchreparieren. Zack, zack, zack. Was hat jetzt davon am wenigsten? Das hier. Zack und zack. Und der Mauer, zack. Das hat die erste Schneider-Set schon wieder im Eimer. So, den Rest wollen wir nicht reparieren. Dann gucken wir, dass wir jetzt hier nochmal kurz ein kleines Nickerchen halten. Aber nur ein kleines. Wir wollen ja nicht allzu lange machen. Gut. Oh, hoffen, dass das jetzt nicht so schlimm ist, wenn ich jetzt bis fast 10 Uhr schlafe. Aber dann ist die Energie auf jeden Fall wieder voll und wir können den Rest des Tages gut in Anspruch nehmen und haben auch gleich nochmal gespeichert. Das ist nur die Hoffnung, dass das mit dem Ulrich auch klappt. Ich habe ihn ja extra am Leben gelassen. Wenn nicht, müssten wir wohl wahrscheinlich dann einen anderen Weg gehen, weil, ne? Der hat ja lieber dem Banditen geholfen. Ich hätte ja verstanden, hätte er mir jetzt geholfen, dann wäre das vielleicht ein bisschen besser ausgegangen. Trinkfestigkeit erhöht. Apropos Trinkfestigkeit erhöht. Wir haben doch das letzte Mal durch das Buch Trinkfestigkeit auf 20 gebracht. Das heißt, wir können jetzt nochmal Trinkgewohnheit. Unter Einfluss von Alkohol zittern deine Hände weniger. Um 2 erhöht. Im nüchternen Zustand zittern deine Hände jedoch 25% mehr. Nee. Komm, du wirst von 50% weniger Alkohol betrunken und verpasst somit weniger deines hart verdienten Geldes. Nimm mal den hier. Das passt. So, dann können wir jetzt wieder aufstehen und erstmal nach Ratei hoch. Hell ist es ja schon. Sehen wir zwar jetzt nicht adrett aus, aber das dürfte auch so reichen. Und dann wollen wir mal mit dem guten Faefa reden. Der müsste ja auf der rechten Seite von der Burg sein, ne? Also in der kleinen Burg. Oder Vorburg oder... Auf jeden Fall auf der Seite da vorne. Da war ja der Tobias. Der Jute. So. Ja, danke. So, dann wollen wir mal gucken. Und wir haben hier jetzt wieder eine Quest. Wie kommt das denn zustande? Questgeber. Okay. Interessant. Ja, lass mich doch mal kurz durch hier. Ich bin, kurz hier zu. Natürlich steht da jetzt eine Wache, wo ich die Tür zumach. Was treibst du hier? Verzieh. Ja. So, geh doch mal rein. Hey, wer ist da? Hat das jetzt gecheckt oder nicht? Man hört halt die ganze Zeit die Ritte. Er geht sogar an mir vorbei. Was für eine doofe Wache. Ah, jetzt kommt die nächste rein hier. Mensch, ich will die Tür schließen. Sieht ja hier wie Hechtsuppe. Nein, sowas. Mann. Hast du was ver... Zig? Was ist denn jetzt hier los? Ist es vielleicht unten? Ich gucke jetzt erstmal, ob es unten ist. Und, ja, jetzt gehen wir auch mal aus dem Weg, Mensch. Hä? Wo ist denn der Questgeber hier? Hier soll noch ein Questgeber sein. Aber jetzt steht Köter im Weg. Also heute läuft ja richtig gut. Jetzt rennt hier ratzig rum. Warum rennen denn jetzt hier alle auf einmal so rum?
Ich guck mal, ob es vielleicht oben ist. Warum blinzelt das immer? Ach, wir können wieder mit Herrn Hahn. Jetzt weiß ich, wer das ist. Ist jetzt die Frage, wo war der Schreiber? Hier war er schon mal nicht. Wir können jetzt mit Herrn Hans reden. Sollten wir das jetzt tun oder sollten wir die Dokumente machen? Ah, könnte wieder zeitkritisch sein, könnte nicht. Ich weiß es nicht. Das ist immer so schwierig und nachher bangen wieder die anderen Questen. Na gut, ich rede mal kurz mit ihm. Mal sehen. Gut, dass du hier bist, Heinrich. Was ist los, Herr? Onkel, Herr Hanusch hat nach mir geschickt. Zweifelsohne, um mich wieder einmal zu belehren. Er sagte, ich soll dich mitbringen. Was hat das denn mit mir zu tun? Viel. Seit der Jagd hängst du schließlich mit drin. Nun gut, wir sollten aufbrechen, nicht wahr, Herr Hans? Je schneller wir es hinter uns bringen, desto besser. Schätze, ja. Ich habe dir ein paar meiner alten Kleider in eine Truhe gepackt. Du sollst vor Hanusch nicht schlecht dastehen. Aber wie ich sehe, war das gar nicht nötig. Du siehst gut aus. Danke, ich gab mir Mühe. Das sehe ich. Hol dir später aber trotzdem die Kleider ab. Sie sind etwas abgetragen, aber etwas Feineres bekommst du auf dem Lande nicht. Wenigstens nett. Sieh an, mein Mündel und sein, wie nennen wir ihn, Aufpasser? Onkel? Mein Herr? Ich hoffe, ich habe euch nicht bei etwas Wichtigem gestört. Keineswegs, Onkel, wir waren beim nur... Beim Saufen und Rumhuren zum Beispiel? Onkel, ich kann das... Oder ihr wart beschäftigt, habt Unruhe gestiftet und euch mitten in der Nacht mit meinen Untertanen geprügelt? Nein, so war es nicht. Heinrich und ich haben... Heinrich ist genauso ein Narr wie du. Nur ist er nicht mein Mündel, Gott sei Dank. Was zum Henker denkt ihr zwar euch eigentlich? Die Leute auf meinem Land arbeiten sich die Rücken krumm, um etwas Essen auf den Tisch zu bekommen und auf den euren, wenn ich euch erinnern darf. Und was sehen sie, Hans, ihren Herrn und Meister, der nicht mehr ist als ein Trunkenbold? Der Mann, den ihr verprügelt habt, war eine Wache, ein neuer Mann der Stadtwache. Er konnte sich heute früh wegen seiner Verletzung nicht zum Dienst melden. Der Vogt war hier und hat sich beschwert. Denkt ihr etwa, dass ich ihm auch nur irgendwas entgegnen konnte? Natürlich nicht. Das hätte mich beschämt. Und auch euch zwei. Also musste ich stillschweigend dasitzen und mir seine Klagen anhören. Vielleicht glaubst du, dass du mit allem durchkommst, weil du hier der Herr bist. Aber da liegst du falsch, du Holzkopf! Ein Herr bleibt nur der Herr, solange er die Loyalität seiner Untertanen genießt. Und ich muss dir sicher nicht sagen, dass die Leute hier nicht gerade den Tag herbeisehen, an dem du übernimmst! Das war dein letztes Abenteuer, Capon. Noch eine Eskapade und ich schicke dich zu deiner Mutter nach Polna. Soll sie dich doch in Weiberkleider stecken und an irgendeinen Ungarn verschachern? Onkel, dieser Arsch... Archibald wollte mich umbringen. Was sollte ich tun? Ach, übertreib nicht so. Und selbst wenn, bin ich wenig überrascht, nachdem du sein Mädchen belästigt hast. Aber ich habe nur... Gottgütiger, hör auf zu winseln, Junge. Es wird Zeit, dass du endlich Verantwortung übernimmst. Ich habe eine Aufgabe für dich, die dich von Dummheiten abhalten sollte. Herr Milota von Oleschna ist gekommen. Kennst du ihn? Ist das nicht Herrn Bernards Vetter? Ist er. Er kam auf der Suche nach Zuflucht mit seinem Gefolge zu uns. Er ist schwer verletzt. Was ist geschehen, mein Herr? Seine Burg Oleschna wurde von einem gewissen Wolflin von Kamberg überfallen. Milota verfolgte ihn bis kurz vor Neuhof und stellte ihn. Leider ging der Kampf nicht gut für Milota aus. Wolflin von Kamberg, den kenne ich doch. Er ist mit den Herren von Oleschna verwandt, ein Vetter von Bernhard und Milota. Ihre Familienangelegenheiten sind etwas wirr. Geht mich natürlich nichts an. Ich wünschte nur, sie hätten ihre Streitigkeiten woanders ausgetragen. Was sollen wir tun, Herr? Geh zu Bernhard in den Burghof. Er hat Berichte gehört, dass Wolflin einige Höfe um Neuhof geplündert hat und versammelt nun einige Männer.
Das Ganze ist eine Familienangelegenheit und bestimmt brodelt es unter der Oberfläche. Am wichtigsten ist, dass ihr diesen Räuber aus dem Lehen vertreibt. Wenn möglich, ohne Blut vergießen. Ich will wegen dieser Sache keine Männer verlieren. Habt ihr verstanden? Ja, Herr. Jawohl, Onkel. An die Arbeit. Räuberbaron, okay. Das heißt, es wird schon wieder geplündert und gebrandmarkt und geschatzt. Geh zu Hauptmann Bernhard und schließ dich den Trupp an, okay. Jetzt sind wir hier oben wieder, okay. Gut, dann schließen wir uns den Trupp an, bevor wir zu spät kommen. Los, komm her, Hans, das haben wir schon mal gemacht. Ich habe keine große Lust auf den Scheiß. Lass das lieber nicht den Hauptmann hören. Ah, hier ist er. Herr Hanno schickt mich, Hauptmann. Herr Hans und ich, wir sollen mitkommen. Nun gut. Sitz auf, Junge. Dann reiten wir los. Ich wüsste gern... Okay. Hab Dank. Mehr wollte ich nicht wissen. So, sitzt auf, okay. Wir sitzen. Herr Hans, wenn wir ankommen, halte dich bitte zurück. Vergiss es, Bernhard. Ich bin hier nicht zum Vergnügen. Hallo, ich will, dass ich das erkläre. Okay. Na, jetzt häng ich hier fest. Das gibt's doch nicht. Vergiss es. Jawohl, mein Herr. Hör mal, Bernhard. Wegen dieses Räubers. Ich hörte Gerüchte. Dass er mit mir und mit Lothar von Oleschna verwandt ist? So in der Art, ja. Wir haben denselben Urgroßvater. Urban, Baron von Oleschna. Wolflin gehört einem entfernten Zweig meiner Familie an, der... Sagen wir so, sie machen unserem Namen keine Ehre. Ich hörte, Wolflin von Camberg wurde irgendwo in Schlesien gehängt, weil er den Bischof bestahl. Das hörte ich auch, aber... Nun, du weißt doch sicher, was man sich über die Kambergs erzählt, oder? Dass sie verflucht sind? Bernhard, glaubst du nicht, ich bin etwas zu alt für Märchen? Glaub, was du willst. Aber ich weiß es von meinem Großvater. Und der kümmerte sich nicht um Märchen. Ich wollte dich nicht kränken, Hauptmann. Erzähl mir mehr. Wo kein Feuer, da kein Rauch. Und ich habe noch nie ein Familienmitglied über die Kambergsippe reden hören. Nun gut, zu Hause wurde immer nur flüsternd von unseren Camberger Verwandten gesprochen. Als Wolflins Vater Wilhelm einmal zu Besuch kam, ich schäme mich fast. Erzähl ruhig weiter, ich werde schweigen wie ein Grab. Die Diener hatten so viel Angst vor ihm, dass sie sich in der Scheune versteckten. Vater ließ sie auspeitschen, aber sie wollten trotzdem nicht in Wilhelms Nähe. Sie hatten Angst vor Flüchen. Ich verstehe sie. Wie kommt's? Onkel Wilhelms Gesicht war so entstellt, dass die Leute sich bekreuzigten, wenn sie ihn sahen. Ich hatte als Junge auch Angst vor ihm. Eine Kriegsverletzung? Nein, er wurde so geboren. Seine Mutter, Gräfin Barbora von Haugwitz, wollte Wilhelms Vater, meines Großvaters Bruder, nicht heiraten. Und sie wollte auch keine Kinder von ihm. Als sie doch schwanger wurde, ging sie zu einer Hexe, um das Kind wegmachen zu lassen. Aber sie bekam 5 Länge. Stell dir das vor, 5 Kinder in einer einzigen Nacht. Jesus Christus! Und das ist noch nicht alles. Ja. 4 überlebten die Nacht nicht. Nur das 5. Und es war entstellt. Wilhelm. Man sagte, die Hexe habe sie betrogen. Und ihr statt das Kind wegzumachen, Teufelssaat eingepflanzt. Oh Gott, wie furchtbar! Ja. Wilhelm hatte sein Leben lang darunter zu leiden. Als seine eigene Frau im Kindbett lag, ließ er Tag und Nacht 7 Gebetsbrüder bei ihr knien. Aber die Gerüchte brodelten trotzdem. Als sein Sohn Wolflin geboren wurde, sah er normal aus. Aber er wuchs zu einem wilden Gesellen heran. Und das ist er anscheinend immer noch. Allerdings. Vor einigen Jahren reiste Wolflin nach Polen. Und Wilhelm wurde immer schlimmer. Er verfluchte alles und jeden und begann die Dienerschaft mit Geschirr zu bewerfen. Als er dem Tode nahe war, ließ man einen Pfarrer kommen.
um ihm die letzte Ölung zu gewähren, aber auch, weil man Angst hatte, der Teufel würde nun einen anderen befallen. Später tauchte Wolflin auf, obwohl man ihn lange für tot gehalten hatte. Manche behaupteten, er war auch tot, aber das würde eine Teufelsbrut wie ihn kaum aufhalten. Lieber Jesus, wenn du es so erzählst, klingt es viel glaubwürdiger als die Geschichten meiner Armen. Wie verfahren wir bloß mit einem solchen Monster? Beten wir, Herr Hans. Oh, hallo. Langsam! Vitus und Cyril, ich hatte sie als Späher entsandt. Dafür werden sie bezahlen. Das werden sie. Los, Männer, wir schlagen unser Lager auf. Hamlin, nimm 2 Männer und komm später hierher zurück. Ich überlasse Vitus und Cyril nicht den Raben. Ja, Hauptmann. Okay. Die hatten wir aber schon ewig gesehen. Ja. Okay. Das wird doch sicherlich blutmäßig ablaufen. Aber reiten wir einfach mal weiter mit. Na, schon fast in U-Schütze. Bin ich mal gespannt. Alle hops. Ist halt ein bisschen eng auf der Straße, wenn man da ständig weggeritten wird. Und unser Pferd ist halt einfach zu schnell. das kommt mir hier bekannt vor. Okay. Sprich mit dem Hauptmann. Schönen Tag. Dir ebenso. Was tun wir jetzt? Zunächst müssen wir herausfinden, wo sich diese Hurensöhne verstecken. Berichten zufolge haben sie hier einige Höfe überfallen. Jemand sollte dorthin reiten und herausfinden, was passiert ist. Übernimm du das, Heinrich. Meine Männer machen ihnen sicher nur Angst. Okay. Jawohl, Hauptmann. Wo liegen denn die Höfe? Einer liegt den Hügel hinauf bei Neuhof, gleich am Wald. Ein weiterer hier hinterm Wald an der Kreuzung, nördlich unseres Lagers. Hauptmann, warum greift Wolflin sein eigen Fleisch und Blut an? Man sagt, Blut ist dicker als Wasser, aber ist das so? Sieh doch unseren König und Sigismund an. Was ist der Grund für deinen Zwist mit Wolflin? Es gibt keinen bestimmten. Er ist ein Raubein, ein Verräter und ein Bandit. Kein Wunder, die ganze Kamberg-Sippe ist verflucht. Wie seid ihr verwandt? Milota, Wolflin und ich haben denselben Urgroßvater. Urban, Baron von Oleschna. Was meinst du mit verflucht? Wie gesagt, Wolflins Großvater heiratete Gräfin Barbora von Haugwitz. Sie wollte kein Kind von ihm und ging daher zu einer Engelmacherin. Aber anstatt das Ungeborene loszuwerden, bekam sie gleich 5. Was, etwa gleichzeitig? Alle in einer Nacht. Aber nur eines erlebte den Morgen. Wilhelm, der Jüngste. Sein Gesicht war entstellt. Man sagte, dass die Hexe die Gräfin täuschte und der Teufel selbst ihr seinen Samen einpflanzte. Also das, was wir jetzt nebenbei noch gehört hatten, was Herr Hans eigentlich schon gefragt hat, aber ich frage nochmal nach, weil Herr Einirik gibt ja immer noch so ein bisschen Kommentare ab. Und du glaubst die Geschichte? Hängt vom Standpunkt ab. Wilhelm war kein schlechter Mensch, solange er klar denken konnte, aber er war furchtbar entstellt. Der Gedanke daran lässt mich noch heute erschaudern. Und Wolflin? Man sagt, er starb in Schlesien und tauchte dann plötzlich wieder auf. Manche behaupten gar, man kann ihn überhaupt nicht töten. Okay, können wir noch... Kannst du mir zeigen, wie... Wieso? Haben wir doch schon, wir sind doch schon Meister, okay. Gut, wir haben jetzt 2 Höfe sogar angezeigt bekommen. Das heißt, einmal den Hof da oben, den im Norden. Und den im Süden sollen wir aufsuchen. Das heißt, ich werde mir jetzt hier das hier mal markieren. Dann dürft's passen.
Aber bevor wir jetzt da losreiten, frage ich nochmal. Herr Hans, absteigen, wird? Wieso soll ich absteigen? Pass doch auf. Ja, Entschuldigung. Absteigen. Ja, gut. Hängen wir vielleicht mit unserem Pferd da ein bisschen blöd drinne, dass er deswegen nicht vom Pferd runterkommt? Scheinbar doch. Gut, machen wir hier aber erstmal an dieser Stelle einen klitzekleinen Cut und wir sehen uns dann in der nächsten Folge hoffentlich schon wieder. Also, schaltet wieder ein und bis dann.